Hallihallo und willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 8. Ich habe mich jetzt hier gerade mal hingestellt, einfach damit es episch aussieht. Eigentlich, weil ich die Musik so schön finde. Egal. Und zwar, wir kommen langsam zum Ende von Final Fantasy 8. Bevor ich jetzt aber in Artemisias Schloss gehe und unsere Weisen sie zräche, möchte ich euch noch ganz kurz was zeigen. Und zwar habe ich ja vor, hier im Schloss auch Omega Weapon zu besiegen. Ich habe vor, ohne Göttertränke und Heldentränke und wie das ganze Zeugs heißt, das zu machen. Deswegen habe ich ein wenig meine ganzen Statuskopplungen vorbereitet. Und zwar, ich habe jetzt ausgewählt Rhaenoa, Squall und Xell als Hauptgruppe, die dann gegen Omega Weapon antreten sollen. Ihr seht alle drei Level 100, wie eigentlich auch der ganze Rest der Mannschaft. Und ich habe mir auch gerade mal ein paar Notizen gemacht, was ich da alles, auf was ich da alles Wert gelegt habe. Und zwar, ihr seht, alle drei Level 100 und HP 9999. Ich habe mit Xell versucht, da er 8200 oder 8300, nee, 8009, 8000 oder 8, ach, irgendwie so aus einer Art, HP hatte ohne die HP-Kopplung, also die Ability. Es gibt da so einen leichten, mühseligen Weg, und zwar kann man die Ability Fressen benutzen, die zeige ich euch mal fix. Und zwar ist die hier unten, bekommt man von, soweit ich weiß, Kaktor und noch irgendeinem Vieh, Tombori, glaube ich, oder irgend sowas. Und damit kann man, wenn man HP steigern will, die Rubrum-Drachen fressen. Das sind diese roten, bösen Viecher, die uns auch unten in der Forschungsstation begegnet sind. Außerdem kann man... Moment, das zeige ich euch auch fix. Und zwar, man kann das so machen, dass wir unsere... Ach hier, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ihr seht das schon. Zwei Karten fehlen uns hier an dieser Stelle. Und zwar habe ich diese zwei Karten umgewandelt und habe dadurch HP Plus bekommen, durch weiteres Umwandeln und so weiter. Beziehungsweise habe ich das umgewandelt, um Geld zu bekommen. Mein Geld sieht momentan auch recht mager aus. Ich habe diese zwei Karten umgewandelt, um Geld zu bekommen und mir dadurch Giga-Ringe zu kaufen, die ich mit der Ability, ich glaube, Teufelswandler oder irgendwie sowas oder GF-Doping, dann zu Giga-Ringen gemacht habe und diese wiederum zu HP+. Es ist wirklich mühselig, man bekommt immer nur 10 HP+, also pro HP+. Und ich glaube, ein HP+ kostet so um die 150.000 Jill, wenn man es umgewandelt hat. Und das ist halt schon ziemlich mühselig und irgendwann dachte ich mir, verdammt, lass es sein. Mach einfach die HP-Kopplung dran, die ich hier gemacht habe. Dafür habe ich Geschick 40 abgekoppelt, die ich aber später brauche. Ich kriege dann aber so einen Stein, ich glaube, der nennt sich Rosetta-Stein oder so, der mir Ability plus 4 gibt. Also das heißt, ich kann hier 4 Abilities koppeln. Und das werde ich auch auf jeden Fall nutzen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe großen Wert darauf gelegt, dass alle drei Charaktere 9999 HP haben. Da, soweit ich weiß, ein Angriff, ich glaube die Medico-Flamme oder irgend sowas in der Art, von Omega Weapon 9998 HP abziehen. Das heißt, jeder hätte nur noch ein HP übrig. Deswegen brauche ich nämlich unbedingt die 9999 HP. Des Weiteren habe ich... wir machen das jetzt mal anhand von Rhaenoa, weil die anderen Sachen alles gleich sind. Und zwar, obwohl sie habe ich jetzt nicht so gut gekoppelt, weil sie die Heilerrolle übernehmen wird. Wir gucken das mal anhand von Squall. Und zwar, ach, das wollte ich gar nicht koppeln, Zauber. Ich habe hier unten bei Status Defense habe ich Tod 100%. Das heißt, dass eine Todattacke, egal welches ist, ob es nur Tod oder Tod Level 5 oder Level 10 oder was auch immer, es kann mich nicht umbringen. Und das ist ziemlich wichtig, weil mich Level 5 Tod auch zaubert. So, dann weiter. Ich habe geguckt, dass alle drei einen relativ hohen Geschickwert haben. Der ist jetzt nicht so berauschend, aber besser habe ich es jetzt in dem Status nicht hinbekommen. Und zwar ist da Triple sehr gut. Triple ist bei Geschick
ich glaube, die beste Kopplung, soweit ich weiß. Und über 140 soll das halt schon sein. Und das habe ich soweit auch nicht bei jedem. Ah ja, gut, das war, glaube ich, geschickt. Plus 40 fehlte ja hier, deswegen. Und sonst habe ich halt mit allen 140. Wie gesagt, das kommt ja dann noch, wenn ich geschickt plus 40% ankoppel. So, dann, wie gesagt, ihr müsst halt Geschick koppeln, dieses Triple. Da habe ich halt auch die ganzen Attacken von den GF so ein bisschen abgemacht. Also zum Beispiel teilweise GF oder Zauber verlernt bei manchen GFs, weil das ja sich tausendmal wiederholt. Und dafür habe ich dann Geschickkopplung gelernt oder was auch immer noch alles da war. Trefferkopplung glaube ich auch. Ja, auf jeden Fall. Dann war noch sehr wichtig, was habe ich jetzt gemacht? Und zwar Autohast bei allen drei Charakteren. Erst einmal vielen Dank für den Tipp mit dem Beschleuniger. Hat mir wirklich sehr, sehr gut geholfen. Ich wäre ehrlich gesagt gar nicht auf die Idee gekommen. Total doof, aber egal. Auf jeden Fall Autohast sehr wichtig an dieser Stelle. Haben alle drei jetzt und dadurch, also ich habe das auch dadurch bekommen, dass ich, glaube ich, die Scrollkarte müsste es sein, umgewandelt habe. Und die dann hier, also die ganzen Abilities gelernt haben. Ihr werdet euch jetzt bestimmt wundern, wie kann sie Beschleuniger benutzt haben und trotzdem Geld mit der Scrollkarte verdient haben oder Cypher, was auch immer. Das erkläre ich euch gleich und da werde ich mich auch gleich nochmal ein bisschen bedanken. Außerdem, was wichtig ist, Moment, jetzt gehen wir über Zauber rein. Und zwar Meltern. Das habe ich direkt an erster Stelle gemacht, weil Meltern ein sehr... Okay, hier habe ich es nicht gemacht. Ist ja auch egal. Da habe ich es an achter Stelle, muss ich einfach einmal zurückgehen. Ist ja egal. Und sonst habe ich es halt immer an erster Stelle gemacht. Bei Meltern die Verteidigung, soweit ich weiß, ein bisschen mindert von Omega-Weapon und ich deswegen besser, also mehr verletze mit meinen Angriffen. Außerdem, okay, bei ihr ist es nicht. Sie hat Stärke 250. Aber bei den anderen zwei, okay, bei ihm jetzt auch nicht, aber egal, habe ich halt schon versucht darauf zu achten, dass sie einen ziemlich hohen Stärkewert haben. Bestens wären natürlich 255, aber ich denke mal, die 10 Punkte, das kann man auch noch verkraften. So, außerdem, ich habe noch Glückkopplung bei Xell gemacht. Das ist jetzt nur bei Xell wichtig. Und zwar... müsste ich hier eigentlich 100 Mal Ultima koppeln. Da ich dadurch aber einen geringeren Stärkewert habe und mir der Stärkewert wichtiger ist, kann man auch gegebenenfalls auch auf Aura zurückgreifen. Also 100 Mal Aura auf Glück. Ist auch in Ordnung auf jeden Fall. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so recht, was Glück verursacht. Ich glaube, das hatte was mit der Spezialattacke zu tun. Wie schnell die kommt oder was auch immer. Außerdem hier Glück plus 50%. Genau, und dann, was ich noch machen werden muss, aber ich traue mich ehrlich gesagt nicht, ich glaube, ich gehe da ran, anders ran, ich habe da nämlich einen Tipps gelesen, dass man mit Xell und zwar Squall mit so um die plus minus 100 HP in den Kampf geht. Das soll verursachen, dass die Spezialtechniken gleich vorhanden sind und dadurch, dass man ja so einen geringen HP-Wert hat, kriegt man auch mehr Chancen, jetzt zum Beispiel bei Squall, bei Xell, dass man diese 12 Sekunden der Spezialattacke bekommt. Also ich glaube, maximal ist aber 12 Sekunden. Und dadurch können auch mehr Spezialattacken verwendet werden, die dann natürlich im Gesamten mehr abziehen. Ja, aber ich bin ein kleiner Feigling, deswegen lasse ich das. Ich werde mit voller HP reingehen. Ich werde gucken, wie ich es schaffe. Garantiert werde ich abkratzen. Ist mir egal, ich versuche es einfach weiter. Ich will, wie gesagt, ohne Helden- und Göttertrank diesen Kampf bestreiten, denn ich denke, mit diesen zwei Tränken kann es wohl recht viele Leute könnten das dann schaffen, ihn zu besiegen. Da ist dann nicht so viel mehr bei, weil man einfach durch diese zwei Tränke unbesiegbar wird für eine gewisse Zeit. Ja, genau, das wollte ich nur dazu mal erklären. Wir gehen jetzt erstmal ganz kurz hier auf diese... Kette. Wir haben ja hier die drei Tore, könnt ihr euch bestimmt noch erinnern. Und jetzt will ich euch ganz kurz noch was zeigen in der Ragnarok. Die habe ich mir das letzte Mal geholt, mit Mühe und Not. Orientierung sei Dank. So, als ich hier reingegangen bin, und ich muss jetzt mal ein bisschen leiser machen, sonst höre ich euch gar nicht. Okay, also wo ich hier reingegangen bin,
das erste Mal seit der Zeitkompression bin ich ganz woanders gelandet. Moment, das zeige ich euch fix. Wundert euch nicht, wer das hier ist. Erkläre ich gleich. Ups. Wundert euch auch nicht, wer der hier ist. Genau, und zwar gehen wir jetzt hier mal runter. So, also ich bin hier gelandet bei Shu. Und sie hat uns ein wenig was erzählt, so von wegen, ah ja, Zeitkompression, bla und so weiter, ist so schrecklich und bla. Und hoffentlich besiegen wir Ultima, Artemisia und so weiter. Und außerdem hat sie uns erzählt, dass der CC Freak Club, oder wie auch immer auch die heißen, CC Freaks oder so, dass die hier jetzt in der Ragnarok sind und mit uns Karten spielen. Das haben wir dadurch geschafft, dass wir auf den ersten drei CDs, also beziehungsweise habe ich es ja glaube ich schon auf der ersten CD abgeschlossen, alle CC Freaks, oder es wurde, CC Freaks besiegt haben. Und diese werden dann nämlich auch alle hier erscheinen. Sie hat doch irgendwas mitgesagt, Quistis wäre für die Schleusen zuständig, was ich jetzt gar nicht kapiere. Man kann auf jeden Fall nicht mit ihr spielen. Mit den anderen kann man alle Karten spielen. Wie gesagt, das sind alle CC Freaks hier. Auch der Joker, der jetzt übrigens der Typ ist. Nee, das, oder? Doch, das war der Joker. Genau. Und ja, auf jeden Fall möchte ich mich dann nochmal an DDR Nova DDR, ja, bedanken. Und zwar jetzt nicht unbedingt, dass er mir die Lösung verraten hat. Er meinte jetzt, dass man diese Karte hier überall wiedergewinnen kann, was ich vorher schon wusste. Ich habe nur ein bisschen daran gezweifelt, weil ich echt 1000 Spiele gemacht habe und nichts kam. Er hat mich da aber nochmal bekräftigt in der in dieser Info, dass das wirklich so ist. Und ich habe dann noch weiter geforscht, weil es danach immer noch nicht ging. Und habe herausgefunden, dass nur eine einzige Person auf diesem Schiff unsere wiedergewandelten Karten zurückgibt. Jedenfalls, wenn es um wertvolle Karten geht. Bei den anderen habe ich es nicht ausprobiert, weil das für mich sinnlos war. Und zwar ist das dieses Mädchen hier, das sind die Karus, diese zwei Freundinnen oder Schwestern, was auch immer. Und nur dieses Mädchen hier gibt uns Karten wieder, die uns fehlen. Und das sind jetzt halt beispielsweise, also ich hatte Kiro, also ich habe eigentlich die ganze Level 10 Karten hatte ich hier alle verspielt gehabt und auch teilweise von Level 9 einige, einfach damit ich dieses Geld zusammenbekomme, um Xell hochzustufen. Ihr seht auch, meine Spielzeit ist über die 100 Stunden hinaus. Ein neuer Timer hat begonnen mit 2 Stunden 25, also insgesamt 102 Stunden 25 wahrscheinlich. Oder 24, ich weiß nicht, ob es bis 99 geht. Egal. Auf jeden Fall hier zur Info, falls ihr es auch irgendwie immer das Problem gehabt habt, nur dieses Mädel hier, diese verdammte kleine Göre, die bringt uns die Karten wieder. Ich werde erst einmal Artemisias Schloss machen. Einfach weil ich jetzt schon mit der Aufnahme begonnen habe und ich vergessen habe, dass ich die letzten zwei Karten noch nicht zurückgeholt habe. Das ist jetzt aber nicht schlimm. Wir werden, wie gesagt, jetzt einfach in der Geschichte weitermachen. Und kurz vor Omega Weapon, den ich ja in Artemisias, ich will immer Ultimesia sagen, in Artemisias Schloss besiegen will, kurz davor werde ich halt nochmal cutten, um mich psychisch darauf vorbereiten, was ich heute eh nicht packen werde. Und in der Zeit werde ich dann halt auch diese Karten wieder kriegen. Mir holen jedenfalls. Na gut, also wir wissen auf jeden Fall, wo wir hinwollen. Wir setzen uns auch gleich mal wieder ab. Übers Waisenhaus kommen wir leider nicht mehr zum Schloss, weil ab CD4 alle Städte nicht mehr betretbar sind. Genauso wie das Waisenhaus und so weiter. Ich glaube, was noch betretbar ist, ist zum Beispiel diese Ruine, wo wir Odin bekommen haben, beziehungsweise Kaktur. Und ja, auf jeden Fall, hier sind wir. Wir speichern auch direkt mal. Sicher ist sicher. So, meine Notizen gerade weglegen. So. Also wie gesagt, wenn ihr euch auch an Omega Weapon rantrauen wollt, das sind wirklich wichtige Sachen, die man dann halt, wo man drauf achten sollte. Halt wie gesagt, Geschick wert. Man sollte unbedingt Xell und Squall dabei haben. Squall, ganz klar, ist ja immer dabei. Beziehungsweise man kann ja die Truppen wechseln, aber man sollte Squall mitnehmen, wegen seiner Limit-Attacke. Gut.
Achso, ich habe dann außerdem gehabert, soll ich Quistis mitnehmen oder Rhinoa, weil Quistis hat Totalabwehr. Rhinoa hat aber gegebenenfalls auch Sternschnuppe mit Angel und das war mir dann doch schon ein bisschen wichtiger. Außerdem kann sie gut heilen. Gut.